Schlüpfrige Anspielung. Ob jetzt mit beiden oder mit einer nur, ich denke, das wird sich dann geben. Schwierige Eltern. Er hat ja schon ein Ehezimmer, ne? Aber er hat nie eine gelegen im Bett. Und pöbelnde Frauen. Wie kann man so viel Zeug mitnehmen? Ehrlich mal. All das und noch viel mehr gab es in der letzten Folge Bauer sucht Frau, die ich dir gleich deswegen natürlich nicht nur vollständig zusammenfassen werde, sondern sie auch wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Die Hofwochen starten, und zwar jetzt hier. Bei Bauer sucht Frau. Anfangen tun wir direkt mit einem Highlight, nämlich mit dem sehr schüchternen Bauern Burkhard. Ich bin sehr aufgeregt auf das Wiedersehen mit der Tanja. Ja, diese Freude und Aufregung kann man Burkhard dann auch definitiv am Gesicht ansehen. Die Begrüßung mit seiner Herzdame läuft dann allerdings richtig gut und auch sie scheint schon ein kleines bisschen verliebt zu sein. Also die Begrüßung war total herzlich und man hat schon gemerkt, dass da was knistert. Dann packt Burkhard auch direkt mal seine Flirtstrategie aus. Ah, wolltest du mich betrunken machen? Schon? Und fährt mit ihr zu sich nach Hause. Und dann kommen die beiden sich auch schon ein bisschen näher. Und es landet direkt was auf ihrem Knie. Aber zum Glück nicht das, was du jetzt schon wieder denkst. Prima. Endlich angekommen geht's dann direkt zusammen auf die Weide, wo auch die Pferde offenkundig viel Spaß mit der neuen haben. Also ich bin wirklich ganz, ganz stark beeindruckt. Ja. Und alle so lieb und neugierig. Das freut natürlich auch Burkhard sehr und der tötet direkt mal ein paar Grammatikwichtel. Ich finde es ja schön, dass die Ponys ihr auch so annehmen. Nach diesem anstrengenden Tag haben die beiden dann natürlich Hunger, aber auch dafür hat Burkhard schon gesorgt. Ich koche sehr gerne, aber ich hatte meine Mutter gefragt, ob meine Mutter eine Kleinigkeit machen würde mit Schnitzeln und so was. Ja, und diese Kleinigkeit mit Schnitzeln sieht dann so aus. Und ich hoffe sehr, dass die beiden nicht vom Fleisch fallen, weil das sind ja kaum 25.000 Kalorien. Der nächste Bauer im Bund heißt dann Christopher und ist nicht minder schüchtern. Freut, dass man eine Frau hier auf dem Hof zu haben und die auch denn länger hier ist. Die dann auch mal übernachtet hier. Ja, bevor dieser Traum in Erfüllung geht, muss Christopher sie natürlich aber erstmal vom Bahnhof abholen. Und schon dort führen die beiden wirklich intensive Gespräche. Na, wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Auch gut. Ja, aber nicht nur intellektuell findet Christopher seine Frau wirklich anziehend. Nein, auch modisch macht sie alles richtig. Sie war schön angezogen, schön Haut gezeigt. Ja, hat mir ganz sehr gefallen, ganz gut. Dann beweist Christopher noch, dass er ein echter Gentleman ist. Komm, steigen Sie aus, gnädige Frau. Und stellt die holde Dame dann auch gleich mal seinen Eltern vor, mit denen es schon wieder tiefsinnige Gespräche gibt. Heißt Lieselotte? Okay. Brauchst du mal warme Hände? Ja, ist auch warm draußen. Hallo. Ja, die Eltern sind dann nicht nur angetan von der neuen Hausbewohnerin, sondern kleiden das auch gleich mal völlig überschwänglich in Worte. Die ist ganz freundlich. Ja. Macht einen freundlichen Eindruck. Das ist schon gut. Und Christopher zeigt währenddessen seiner Herzdame schon mal den Whirlpool und macht schlechte zweideutige Anspielungen. Man kann da ja mal reingehen zusammen. Vor dem Vergnügen kommt dann aber logischerweise noch die Arbeit und die besteht überwiegend aus Kälberfüttern. Ja, oh. Später essen dann alle gemeinsam und Christophers Eltern erzählen ein paar Dinge, die man wahrscheinlich gar nicht wissen wollte. Er hat ja schon ein Ehezimmer. Nee, aber da hat nie eine gelegen in dem Bett. Warte mal, Christopher hatte tatsächlich noch nie sowas wie eine Freundin? Okay, was hat denn der dann die ganze Zeit so gemacht? Er hat sich da wohl so ein bisschen rumgetüdelt vielleicht, aber er war immer ein bisschen zurückhaltend. Ach, er hat rumgetüdelt. Alles klar. Es würde mich freuen, wenn ihr zusammenbleibt und das was mit euch wird. Ja, aber ich bin mir sicher, Christophers Papa wird das schon regeln. Mit einigen Dingen scheint er sich jedenfalls richtig gut auszukennen. Was man mit der Frau anfangen kann. Die können einen den Himmel auf Erden holen. Nächster Bauer ist dann Schleimkönig Michael, der, bevor er seine Frauen begrüßt, erst nochmal schnell seinen Hund aussetzt. Und dann überreicht er seinen Frauen direkt auch schon ein Geschenk. Ich habe eine Blume für jeden. Gerade selbst. Vielen Dank. Warte mal, selbst was? Selbst geklaut oder wie? Ja, aber süß. Kein Riesenstrauß, sondern aus dem Garten. Ja, dann fackelt Michael nicht lange und führt seine Damen gleich mal in seinen Folterkeller. Jetzt dürfen sie meine Wohnung sehen. Und zeigt ihnen direkt mal sein grünes Wohnzimmer. Die Farben fand ich so toll. Grün natürlich. Mein Auto ist auch grün. Danach zeigt Michael den Frauen dann noch seine Sauna und schmiedet schon allerlei Pläne. Ob jetzt mit beiden oder mit einer nur, ich denke, das wird sich dann geben. Ja, und wem das ein bisschen zu billig sein sollte, Michael legt direkt nochmal einen drauf. Ja, aber an habe ich dann immer viel, ne, wenn ich mich da hinlege.
Okay. Das kam bei den Frauen dann auch super an. Er war mal ein bisschen zu plump. Woraufhin Michael den Frauen dann auch gleich nochmal seinen Fritzelraum zeigte. Das dort versteckte Schlafzimmer war dann sehr geräumig, aber ausnahmsweise mal aus einem vernünftigen Grund. Mein Bett, Stella ihr Bett. Ah ja. Von meiner Kleinen. Oh. Ja, richtig gehört, Michael hat wohl offensichtlich schon eine Tochter aus einer früheren Beziehung, um die er sich scheinbar auch wirklich kümmert. Mir ist es sehr wichtig, dass die neue Partnerin mit meiner Tochter klarkommt. Daraufhin wird dann auch Carina endlich feucht. Das Schlafzimmer hat mir sehr imponiert. Und Michael entführt seine Frauen danach mal nach draußen, um ihnen seine Tiere vorzustellen. Denn auch die sind Michael natürlich wichtig. Und liebe Grammatikwichtel, es tut mir wirklich leid. Dass auch die Frau an meiner Seite mit den Tieren auch so umgeht wie ich. Punkt, dass einfach die Frau auch mit den Tieren gut kann. Draußen stellt Michael dann auch nochmal seinen Vater vor, der offensichtlich nicht nur wirklich gerne auf Brüste starrt. Carina! Schön, dich kennenzulernen. Ja. Freue mich auch, ja. Sondern auch creepige Interviews gibt. Beide sehr hübsch, ich war Feuer und Flamme. Der nächste Bauer war dann Christian, der sich schon sehr auf seine Auserwählte freut. Total froh darüber, dass Christina heute kommt, dass ich sie vom Bahnhof abholen kann. Deswegen möchte Christian auch gerne seine brave Lieblingskuh Resi mitbringen, die da allerdings nicht ganz so viel Bock drauf zu haben scheint. Oh. Dann frisst Resi ihm auch noch das halbe Geschenk weg. Na komm, Tante, komm. Hey, hey, hey. Ah, Mann. Und dann gibt es auch noch das Problem, dass Christian seine Frau ja eigentlich beim Bahnhof abholen müsste. Aber den kann er ja so gar nicht betreten. Ja, natürlich wäre ich mit Sicherheit auf den Bahnhof gegangen, wenn ich diese Kuh nicht in der Hand gehabt hätte. Nachdem Christina dann allerdings ungefähr 3 Stunden völlig sinnlos gewartet hat, geht sie irgendwann aus dem Bahnhof raus und freut sich dann natürlich schließlich, dass sie Christian doch noch trifft. Ich fand, das war echt eine super tolle Überraschung. So was erlebt man auch nicht alle Tage. Und ich denke, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Das war dann belästigt die Kuh die beiden noch ein kleines bisschen. Guck sie mal rüber. Und lässt sich mit ungefähr 17.000 Croissants füttern. Gerne, Croissant mag sie ganz gerne. Ja. Irgendwann ist es dann aber soweit und man macht sich auf den Weg zu Christian zu Hause. Auf dem Weg gibt es aber noch ein echtes Frauengetränk zu trinken. Der Christian hat sich gemerkt mit dem Radler. Damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass er dann gleich mit dem Radler kommt. Dann gibt es noch 19.000 Croissants für Resi. Komm. Ja, jetzt da komm. Und da es dann schon 14.30 Uhr oder so ist, muss die arme Christina natürlich direkt ins Bett. Also dann, ja, gute Nacht. Schlaf gut. Du auch. Der nächste Bau ist dann eines meiner absoluten Highlights, nämlich der liebe Jürgen, der sich auch gleich mal für seine Frauen vorbereitet hat. Ich habe mich halt jetzt schön schick gemacht. Rieche besonders gut, hoffe ich. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Seinen Frauen wäre es allerdings wichtiger, dass Jürgen endlich mal kommen würde, denn die warten schon seit ungefähr 2 Stunden am Bahnhof auf ihn. Vielleicht sitzen wir am falschen Bahnhof hier. Nein, die kommen bestimmt. Ja, weitere 3 Stunden später hat Jürgen es dann aber endlich geschafft und eine wirklich emotionale Entschuldigung parat. Entschuldigt die Verspätung. Den Frauen war es dann aber sowieso egal, denn Jürgen roch ja so gut. Der roch so angenehm, so richtig männlich. Die Frauen fanden sich untereinander übrigens auch richtig klasse und ließen sich das auch gleich mal spüren. Warum habt ihr hier keinen Fahrstuhl? Wir wohnen in den Bergen. Guck mal, verwirrendes Fisch aus der Stadt, ne? Ja. Jürgen hatte für seine Frauen dann übrigens einen Oldtimer-Trecker samt passendem Anhänger besorgt, kam allerdings leider nur so mittel an. Wenn der Jürgen uns mit einer Pferdekutsche abgeholt hätte, hätte mir das noch mehr gefallen. Dann wurde noch ein viel zu schwerer Koffer hochgehievt. Dann wurde der Tonfall zwischen den Frauen noch ein bisschen giftiger. Wie kann man so viel Zeug mitnehmen? Ehrlich mal. Und Jürgen spritzte direkt mal ab. Wow, das klingt jetzt noch falscher, als es eigentlich sollte. Ja, aber weil ja immer noch ein bisschen Sekt in der Flasche war, musste das natürlich sofort geändert werden. Und am Ende wurde dann auch noch der Sekt in den Gläsern verschüttet. Als man dann schließlich bei Jürgens zu Hause ankam, wurde der Ton zwischen den Frauen noch rauer. Und Osteuropäerin Maggie erwies sich als eine direkte Nachfahrin von Yu-Gi-Oh! Wir können gerne ein Duell starten, ich bin bereit. Der nächste Bauer in der Reihe war der Nordlich Thomas, der offensichtlich eine Leidenschaft für illegale Hundearbeit hat. So, Danger, komm her, Auto waschen. Du musst mithelfen. Auch als er seine Auserwählte endlich in die Arme schließen durfte, führten die beiden gleich direkt ultimativ tiefe Gespräche. Ja, und selber? Ja, alles gut. Ja, schön.
Endlich. Kaum, dass er seine Dame dann im Mercedes nach Hause gebracht hatte, machte Thomas auch gleich mal klar, worauf das eigentlich hinauslaufen sollte. Gucken wir uns mal das Schlafzimmer an. Okay, und du, meinst. Und du nicht. Ja, aber davon schien die Dame eigentlich gar nicht so schrecklich abgeneigt zu sein und testete gleich mal das Bett. Oh! Ja, das ist aber wirklich... Danach musste sich dann logischerweise erst einmal um das leibliche Wohl gekümmert werden. Aber auch da hatte Thomas für alles gesorgt. Ich habe extra gebacken, siehst du, verschiedene Sorten. Ja, Mensch. Davon ist die Frau dann sichtlich begeistert. Und man starrt anschließend noch ein paar Stunden lang gemeinsam den Ofen an. Sag mal, Thomas, du isst doch sonst bestimmt eigentlich nicht immer nur Tiefkühlpizzen, oder? Ja, sonst gibt's Ping-Essen. Was ist das? Ping-Essen. Ping-Essen? Okay, das musst du erklären, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, und damit sind wir tatsächlich auch schon beim letzten Bauern, der wirklich mit Abstand coolste dieser Folge war. Bevor ich dir das allerdings sofort zeige, wollte ich dich schnell nochmal bitten, dass du meinen Kanal abonnierst, wenn du das noch nicht getan haben solltest. So verpasst du nämlich zum einen kostenlos kein Video mehr von mir und ich komme meinem Jahresziel von 75.000 Abonnenten noch ein bisschen näher, worüber ich mich wirklich sehr freuen würde. Aber gut, dann damit jetzt endlich zum letzten Bauern, nämlich Sven, der erst einmal liebevoll das Schlafzimmer für seine Frau vorbereitet. Ich habe keine Flirtstrategie. Danach gibt es dann eine hyperemotionale Begrüßung. Okay, hallo Sven. Hallo Anke. Oh. Und ein intensives Gespräch über die Sehenswürdigkeiten von Svens kleinem Ort. Habt ihr auch hier sowas wie ein Dorfkonsum? Nein. Nein? Nein. Nicht? Arsch der Welt. Das ist ja wirklich am Arsch der Welt. Danach zeigt Sven seiner Angebeteten dann erstmal stolz sein Haus. Und alter Schwede, das war schon in den 70ern nicht mehr modern. Die Frau findet es allerdings trotzdem super. Oh. Findet allerdings etwas sehr Ekliges. Sven, was ist das? Das waren mal Fische. Das muss ich noch entsorgen. Danach wird dann noch ein Teil der Einrichtung gleich mal getestet. Oh, er hält. Und dann gibt es auch schon eine abschließende Bewertung von Svens Inneneinrichtung. Eine sehr diplomatische. Die Wohnung vom Sven, das wäre jetzt nicht mein Wohnstil. Also ich bin ziemlich modern eingerichtet. Danach geht es auch bei diesen beiden erstmal auf die Weide. Denn hier steckt Svens ganze Leidenschaft. Kühe bedeuten eigentlich alles. Das ist mein ganzer Lebensinhalt. Auch seine Angebetete hat da definitiv richtig Bock drauf und kann sich vor Begeisterung kaum halten. Da habe ich mich richtig drauf gefreut. Ja gut, aber wenn wir hier sowieso gerade mal stehen, Sven, wie viele Kühe und Bullen hast denn du eigentlich? Ein, zwei, viele. Okay. Dann gibt's noch eine romantische Aktivität zu zweit. Kurz und schmerzlos. Und dann hört Sven endlich den Satz, der in jeden Amateurporno gehört. Da kommt aber eine Fontäne. Danach werden die Kühe dann noch ein bisschen beim Kopulieren beobachtet. Und die Kommentare der beiden machen mir echt Angst. Die Dame, sie ist noch nicht bereit, bis er dann aufnahmebereit ist. Wir waren Leben. Tja, und das war's dann tatsächlich schon wieder mit dieser Bauersuchtfrau-Folge. Aber auch die nächste wird wieder gut. Christopher beweist, dass er ein echter Flirtkönig ist. Wenn wir fertig sind, können wir ja mal zusammen duschen, denn. Nein. Und Christina ist die beste Treckerfahrerin überhaupt. Nein. Du weißt ja, wenn du das nicht verpassen willst, dann solltest du jetzt noch schnell meinen Kanal abonnieren. Und auch über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich wieder sehr freuen. Aber gut, streng genommen musst du das natürlich beides sowieso tun, denn sonst musst du Svens Aquarium sauber machen. Gut, also da oben ist mal wieder ein Video, das der YouTube-Algorithmus nur für dich ausgesucht hat. Da unten ist meine Bauersuchtfrau-Playlist mit vielen, vielen weiteren Videos. Da ist der niedlichste Abo-Button der Welt. Oh, und was ich schon immer einmal sagen wollte, das größte Bierglas der Welt fasst 2082 Liter.